Heute gibt's wirklich mal einen Grund zum Feiern. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back! Denn der DAX hat am Montag dieser Woche ein neues Allzeithoch erreicht. Ist das was? Ist das was? Bravo. Ja, bravo. Kurzer Applaus. Sehr gut gemacht. Ne? Und hat damit sein altes Allzeithoch vom 10. April 2015 abgelöst. Damit stand er bei 2390 Punkten in der Spitze. Jetzt ist er deutlich über 12,4. 12.000, genau. 12,4, genau. Und da fragen wir uns natürlich, okay, wie geht's weiter, liebe Leute? Deswegen haben wir ein straffes Programm heute. Und zwar schauen wir einmal uns so ein bisschen die makroökonomische Perspektive an. Wie schaut denn eigentlich momentan das allgemeine Umfeld für Aktien aus? Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt werden wir so ein bisschen auf Gewinnsituationen, die Kennzahlen, die Bewertungen zu sprechen kommen. Da haben wir uns so ein bisschen vom Bloomberg, dem berühmten Bloomberg-Rechner, ausgetobt wieder. Und ja, warum ist das Ganze wichtig, liebe Leute? Also für den kurz- oder mittelfristigen Anleger ist das mit Sicherheit bedeutsam. Denn wie sich die Kurse jetzt in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten bewegen werden, das wird dann euer Depot auch dementsprechend mit beeinflussen. Wer langfristig orientiert ist, okay, für den ist das jetzt vielleicht eher nice to have, wer sowieso 20 Jahre lang aufs Geld verzichten kann. Ja gut, den kratzt es vielleicht nicht. Einfach ein paar Infos jetzt mitnehmen, genau. Ganz bevor Mario gleich anfängt, ganz kleiner Disclaimer noch. Wie immer ist das jetzt hier nicht, ne? Wir haben nicht die Wahrheit oder die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist jetzt nicht die absolute Wahrheit und so wird es dann kommen, liebe Leute. Wir haben die Weisheit gefressen, aber wir haben trotzdem leider nicht immer recht. Wir haben leider nicht immer recht, ja, ganz genau. Und deswegen, also, was ich sagen will, Feuer frei in den Kommentaren, wenn ihr uns widersprechen wollt, wenn ihr Ergänzungen habt, Kritik, Lob, virtuelle Streicheleinheiten sind immer gut und jetzt geht's los. Wir freuen uns über alles. Und jetzt die erste Frage ist natürlich, der DAX auf Rekordstand, warum ist es so gekommen? Also momentan sprechen wir von der sogenannten Macron-Rallye. Denn Emmanuel Macron, einige werden ihn sicherlich kennen und werden es mitbekommen haben, hat die Wahl, die erste Wahl in Frankreich gewonnen. Und einige hatten ja befürchtet, dass hier die Rechtsaußen, die etwas gefährliche Dame Marine Le Pen da durchgreifen könnte, gewinnen könnte. Und die ist ja so ein bisschen protektionistisch unterwegs, so ein bisschen auf der AfD-Schiene, Nationalismus. Und das wäre natürlich für die Eurozone, für Europa jetzt nicht gerade so gut gewesen. Das haben viele eben befürchtet. Und jetzt ist da erstmal so ein bisschen Druck vom Kessel runter, das heißt, die Aktien sind erstmal hochgeschossen und besonders die Banken, für die war es richtig gut, also Deutsche Bank, Commerzbank sind schön gestiegen, ich glaube fast um 10% die Deutsche Bank zwischendurch. Übrigens Timo hier, der hatte die Deutsche Bank schon, ich glaube mal vor ein, zwei Jahren auch schon mal auf dem Zettel, also hat doch öfter mal recht, der junge Mann. Und bei den Banken ist sehr spannend, also sie holen jetzt schon kräftig auf, aber da geht noch einiges im Vergleich zu den US-Märkten, also zu den US-Banken. Da ist noch einiges Luft nach oben, also Banken auf jeden Fall spannend, ist natürlich auch ein heißes Eisen, riskant. Gerade die Italiener haben sich jetzt auch erholt, weil eben auch durch den Sieg von Macron Le Pen jetzt erstmal weg ist, die Angst. Und das wäre eben auch gefährlich für die Banken gewesen, weil wenn die Europäische Bankenunion auseinanderbricht, dann wird es eben richtig schmutzig für Deutsche Bank und Co. Was sehr spannend ist in dem Zusammenhang, es fließen wieder mehr Mittel nach Europa, also was in letzter Zeit nicht so der Fall war, also mehr Geld kommt nach Europa von den Investoren und Analysten verweisen eben darauf, wenn das passiert, dass dann auch die europäischen Banken normalerweise gut abschneiden. Ne? Was meinst du? Ganz kurze Zwischenfrage. Meinst du, das ist mal ein interessantes Thema? Sollen wir mal was über Bankaktien machen? Das ist ein heißes Thema, deswegen ja. Oder Aktienanalyse, sagen, oder? Deutsche Bank, Commerzbank, schreibt es mal in die Kommentare, oder? Auf jeden Fall. Also von den Kennzahlen her sehen die auch interessant aus und das ist auch, glaube ich, was man vielleicht mal ein bisschen durchleuchten muss, erklären muss. Ja. Also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber ich glaube, Deutsche Bank hat ganz gut abgeschnitten beim Bloomberg. Die sind beide drin, ja, also von den Zahlen her, wie gesagt, sind auch unterbewertet, auf jeden Fall, wenn man jetzt nur auf die Zahlen schaut, gerade im Vergleich zur US-Konkurrenz, spannende Dinge. Aber nochmal, bei den Banken muss man wirklich aufpassen, sollte man sich nicht einfach mal kaufen. Ja. Einlesen, erstmal vielleicht unser Video dann gucken. Genau. Und jetzt auch noch nicht zu früh jubeln, was wir auch sagen müssen, denn es gibt ja noch eine Stichwahl in Frankreich, also 7. Mai, einen dicken Kalender schreiben, Le Pen gegen Macron, also Macron liegt sozusagen vorne, aber muss er erstmal gewinnen, die Stichwahl. Und jetzt kommt ja apropos auch noch Mai, ne? Ja. Apropos Mai. Ja. Was kommt da noch? Ja. Send a mail and go away, oder? Genau. Achso, ich hätte gedacht, du spielst auf meinen Geburtstag an. Achso! Das ist natürlich. Ja, genau. Mal. Wer wird, wie alt wirst du nochmal? Das ist streng geheim. 23.
53. Genau. Ja. Genau. Dein Jung und wild und erfahren und souverän. Okay, sehr gut. Genau, was wir, genau, Sell 'em Man, Go Away, das ist jetzt die Saisonalität, was du schon angesprochen hast, kommt jetzt auch noch dazu. Da, ja, viele Anleger lächeln drüber, aber viele nehmen es halt dann doch ernst und sagen, ja, im Mai verkaufen, dann im Herbst wieder zurückkommen. Ja. Wie schaut es jetzt aus? Vorweg muss man natürlich auch nochmal sagen, Macron-Wahl hat diesen Schub erstmal gegeben, aber es heißt ja auch nicht umsonst, politische Börsen haben kurze Beine und deswegen lohnt sich tatsächlich jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Blick auf die Makrozahlen. Da gibt es eine Soll-Seite und eine Haben-Seite, also ich kann schon mal vorweg sagen, es ergibt sich da so ein bisschen ein gemischtes Bild. Ja, wir fangen einfach mal auf der Haben-Seite an, ja, ne? Denn Geldgeil ist unser Lifestyle. So, auf der Haben-Seite haben wir auf jeden Fall die Situation, dass Geld im Überfluss da ist und vor allem sehr, sehr billig ist, zumindest hier in Europa und eigentlich auch noch ein bisschen mit Einschränkungen versehen in den USA. Die Fed hat zwar die Zinsen leicht angehoben, aber insgesamt bewegt sich auch in Amerika der Leitzins noch im 0-Komma-Bereich, also immer noch historisch niedrig. Hier in der Eurozone ohnehin noch auf Nullniveau das Ganze, also das heißt, viel Liquidität ist da. Und ja, man muss da halt sagen, nach alter Costolani-Weisheit, wo viel billiges Geld ist, da sind normalerweise auch steigende Kurse nicht weit. Denn irgendwo muss das Geld ja hin. Irgendwo muss das Geld ja hin, ganz genau. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der IFO-Geschäftsklima-Index ist jetzt neulich wieder rausgekommen, wieder ja, ordentliche Ergebnisse zutage gefördert. Die Stimmung unter den Managern, den befragten Managern, ist auf jeden Fall gut. Wobei die Lage besser eingeschätzt wird als die weiteren Erwartungen. Also das heißt, ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also momentan läuft alles rund hier in Deutschland, aber die Aussichten sind möglicherweise ein bisschen eingetrübt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass diese Erhebung vor der Frankreich-Wahl oder vor der Stichwahl stattgefunden hat. Womöglich war dann halt noch so ein bisschen Le Pen-Angst irgendwie mit drin. Also müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was dann also auch die neue Umfrage nach der Wahl. Generell wächst hier die Weltwirtschaft so ganz gut in allen Regionen. Da fällt mir noch eins kurz an, und zwar, wenn die Wirtschaft wächst, gibt es ja auch Inflation. Also schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr zu Inflation vielleicht auch mal was wissen wollt, was das so bedeutet und warum das ja nicht unbedingt schlecht ist, aber auch sehr schlecht werden kann. Genau. Und dann machen wir gerne mal ein Inflationsvideo. Auf jeden Fall, gute Idee. Auf die Gewinnsituation wird Mario gleich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen und damit haben wir eigentlich so die Haben-Seite ein bisschen abgefrühstückt. Jetzt kommen wir so ein bisschen auf die Soll-Seite zu sprechen und da haben wir ja zumindest weiterhin so latent eine schwelende Euro-Krise oder man könnte es vielleicht auch ja, letztendlich als EU-Krise bezeichnen, das ist wahrscheinlich passender. Also das heißt, die Scheidung von den Briten muss über die Bühne. Flüchtlingskrise ist zwar eingedämmt, hat aber zutage gefördert, dass ja die Mitgliedstaaten jetzt nicht alle so untereinander ganz grün sind, genau, dass es insgesamt politisch besser laufen könnte. Und vor allem, die Schuldenstände sind ein massives Problem und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Also ich habe es mir mal aufgeschrieben, Griechenland liegt im dritten Quartal 2016, lag im dritten Quartal 2016 immer noch bei rund 180% Staatsverschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Italien liegt bei 132% und auch Deutschland, der Euro-Musterknabe sozusagen, liegt auch bei 68%, was immerhin 8 Prozentpunkte über dieser 60%-Schwelle ist, die damals definiert wurde. Also das heißt, die Schuldenstände, die Staatsschuldenstände sind immer noch im Schnitt ziemlich hoch. Und wird sich auch erstmal nicht ändern. Also das ist ja was. Ja, genau, also das kann man ja jetzt nicht in einem Jahr dann einfach mal 20% dann da runtergehen. Und fast wie bei uns im Verhältnis 180% Einkommen im Verhältnis zu den Schulden. Ja gut, aber ist das Konto in einem miesen, kann man immer noch einen Porsche leasen. Ja, ne? Also mein Gott. Ja? Also, schön dekadent. Okay. Zweiter Punkt, Soll-Seite. Latente China-Angst ist auch immer mal wieder da. Das Thema poppt immer mal wieder auf und führt immer mal wieder dazu, dass es auch mal wieder rappelt an der Börse. Also, wenn China dann nicht wie gemeldet oder avisiert, dann 7% Wachstum hinlegt, sondern irgendwie nur 6,7%, dann. Und kein Mensch weiß ja, wie die genau rechnen. Also ob das überhaupt alles stimmt. Also die Zahlen ist sind sehr flexibel auf jeden Fall. Genau, ist auch alles immer recht zweifelhaft, was die Kollegen da uns leider vorrechnen. Also das heißt, da auch so ein bisschen latente Unsicherheit. Und natürlich auch die Angst, wenn die Fed, was bislang eigentlich, die haben das bislang recht gut gemacht, finde ich. Also moderat,
und langsam gemäßigt die Zinsen angehoben, sodass die Märkte genug Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Aber wenn die Zinsen jetzt zu hoch werden, dann besteht hier auch die Gefahr, dass die Emerging Markets darunter leiden, denn die haben insgesamt, haben wir auch schon mal in dem Video erwähnt, 3 Billionen Dollar Schulden. Ja, dann würde sich die Refinanzierung ordentlich verteuern. Schlecht für die Wirtschaft, beziehungsweise auch dann möglicherweise schlecht für die Börse. Könnte hässlich werden. Genau, aber das heißt, Fazit, gemischtes Bild. Und ja, deswegen macht es wahrscheinlich jetzt Sinn, einfach mal zu schauen, wie sind denn da die Bewertungen und wer ist möglicherweise trotzdem noch günstig? Genau, das ist die Frage. Also sozusagen Rekordstand beim DAX, trotzdem einige Probleme. Also wollten wir jetzt mal wissen, was geht da noch? Und gerade wenn man langfristig investieren will, Thema Stockpicking auch, ja, ist ja beides wichtig. Was geht da noch? Deswegen habe ich mich mal an den Rechner gesetzt, an den Bloomberg-Rechner, der ja schon bekannt ist, berühmt, berüchtigt, und habe da schon mal den CDAX durchrauschen lassen, sämtliche Kriterien. Also CDAX, da sind so 430 Aktien drin, also eigentlich fast alle deutschen Aktien. Und warum CDAX? Also wir wollten auch was Kleineres drin haben, wie MDAX, SDAX natürlich, weil die Nebenwerte, ja, sind auch von der Performance her sogar besser, ja, und sind, da sind viele Hidden Champions, Weltmarktführer dabei, die man auch unbedingt mal nennen sollte, die oft attraktiver sind und die auch von der politischen Weltlage teilweise nicht so betroffen sind wie DAX-Unternehmen, also kann sich auch auszahlen, wenn, genau, Trump da mal wieder twittert oder die Chinesen falsch rechnen. Genau, und wir wollten einfach mal schauen, wer da richtig gut ist, haben erstmal zwei Ausschlusskriterien genommen. Erstmal Marktkapitalisierung, haben wir gesagt 100 Millionen als Minimum, weil wir wollten jetzt nicht zu weit, ja, runtergehen, also, genau, schon halbwegs etabliert noch. Sind aber trotzdem ein paar Geheimtipps dabei. Und zweite Hürde, die wir eingezogen haben von Anfang an, Timo hat schon von der Gewinnsituation gesprochen. Wir wollten mindestens ein Gewinnwachstum von 20%, also einen Gewinnsprung von 2016 auf 2018 von mindestens 20%. Also sind dann schon mal einige rausgeflogen. Dann haben wir uns natürlich die Bewertung angeschaut. Sehr wichtig, wäre es günstig zu haben, Thema Stockpicking oder auch Value Investing. Wir haben dann KBV genommen, KGV, KCV und KUV. Also Kurs im Verhältnis zum Umsatz, Cashflow, Gewinn und KBV im Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und dann auch noch wichtig, das Momentum, 200-Tage-Linie, ist ja Chart-Analyse, haben wir euch erst beigebracht, Video online. Wird wahrscheinlich da oben drin. Da, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was die 200-Tage-Linie ist, sehr wichtig auf jeden Fall, dass die Kurse drüber sind oder gerade drüber gegangen sind. Deswegen haben wir da auch noch eine Hürde eingezogen. Also, wer drüber ist, optimal. Wer ein bisschen drüber ist, auch. Wer zu weit drüber ist, ist schon wieder gefährlich. Auf jeden Fall wollten wir keine haben, die drunter sind, weil das ist noch so ein bisschen, ja, waren so ein bisschen zu dünn. Ja, was haben wir noch reingemacht? Dividende sollte stabil sein. Also es zahlen nicht alle Dividende, die wir jetzt in der Liste haben, aber die meisten. Und Kriterium war, dass die Dividende auf jeden Fall stabil bleibt. Bei den meisten steigt sie, und zwar sogar ordentlich. Und dann noch das Potenzial. Wir haben uns angeschaut, wie weit sind die Kurse von ihrem Höchststand entfernt seit 2010. Also je weiter drunter, desto mehr Potenzial sozusagen. Bayer ist da zum Beispiel sehr schön. Die sind, glaube ich, obwohl das ja wirklich eine stabile Aktie ist, ich glaube 25% oder was, unterm Höchstkurs. Also da, okay, ist sicherlich noch was drin. Und dann haben wir uns auch angeschaut, was die Analysten erwarten, also wie viel Potenzial die der Aktie noch zuschreiben. Ja, und da sind dann die Top 50 rausgekommen. Wer sich genauer dafür interessiert, wir packen euch da die Excel-Liste nochmal auf die Homepage, oder Matze? Können wir das? Machen wir. Machen wir. Könnt ihr nochmal genau nachschauen, wer bei welchem Kriterium am besten abgeschnitten hat und wer euch da gefällt. Also es sind ein paar tolle Sachen dabei. Schon mal von KSB gehört? Schon mal gehört, ja, aber wenn du mich jetzt spontan fragen würdest, was die machen, wie die performt haben, wüsste ich jetzt nicht. Ich wusste es auch nicht. Die machen Pumpen und Armaturen. Das schau her. Also sexy, sexy, sage ich nur. Aber ein gutes Ding. Also, okay. Sowas kam da raus. Okay. Gut. Und wen haben wir, wer ist noch in den Top 5? Also vielleicht mal kurz die Top 5. Top 5 Salzgitter, Deutsche Bank ist ganz weit vorne, genau, weil die eben sehr unterbewertet sind. Salzgitter, Leoni war weit vorne. Ja, alles klar. Also ihr seht, ich selbst bin auch gespannt. Also das heißt, ihr werdet wahrscheinlich nicht die Einzigen sein, die sich auf unserer Homepage heute tummeln wird. Und er konnte schon nicht schlafen gestern. Ja, ja, genau. Also ich war echt... okay. Ja, schließen wir das Video. Ja, jeder noch kurzes Fazit, oder? Also Fazit, wie, genau. Wie siehst du den DAX jetzt so nächsten Wochen? Ja, also für die nächsten Jahrzehnte. Also da sehe ich ihn auch definitiv bei, sagen wir mal, 15.000. Ja, oder? Ne? So bis 2080. Genau. Man muss ja auch ein bisschen Geduld haben. Genau, genau. Ne? Das zahlt sich aus. Also ich würde sagen, die 13.000 sehen wir noch, würde ich jetzt mal sagen, auch kurzfristig, weil das ist so eine Marke, die wollen wahrscheinlich viele Investoren sehen. Mhm.
Aber man muss natürlich sehen, die Macron-Wahl ist jetzt schon eingepreist. Wenn er jetzt die Stichwahl gewinnt, vielleicht gibt es da nochmal ein bisschen Schub. Aber gerade die Saisonalität und es wird jetzt dann mal irgendwie wieder was kommen, was du angesprochen hast. Euro-Krise, dann kommt China mal wieder ums Eck. Irgendein Grund wird schon gefunden, um dann mal wieder ein bisschen also irgendeine die Luft Sau aus dem Markt wird zu nehmen. Sozusagen wieder durchs Dorf getrieben. Das weiß man nicht, wann es passiert, ob es passiert. Aber es gibt zumindest die Risiken, darauf wollen wir hinaus. Also das heißt, das ist jetzt irgendwie kein Selbstläufer bis zu diesen 13.000, aber nee. Ich sehe es tatsächlich auch so, dass zumindest, wenn jetzt keine total schlechten News rauskommen, dass das zumindest ein Szenario ist, was einigermaßen wahrscheinlich ist. Aber ich denke mal, jetzt schlägt vor allem wegen diesem gemischten Makrobild dann die Stunde der Charttechniker. Also ich denke mal, diejenigen von euch, unter euch, die sich gut einerseits mit Stockpicking auskennen und andererseits auch charttechnisch recht fit sind, ja, wahrscheinlich die beste Performance irgendwie erzielen. Also das heißt, Leute, wir sind gespannt. Vielleicht schickt einfach mal irgendwie eure Charttechnik-Analysen sozusagen bei uns mit ein. Wir gucken uns das an, schreibt ein bisschen was dazu. Also das heißt, ihr könnt uns anschreiben bei Facebook, ihr könnt uns bei Instagram sind wir aktiv, überall. Per Fax. Per Fax. Ihr könnt auch Briefe schreiben. Wir würden uns freuen. Wir sind immer froh, wenn ihr euch beteiligt. Wir freuen uns. Was man auch natürlich noch kurz erwähnen kann, ist die Berichtssaison. Die ist jetzt ja angelaufen. Auch nicht schlecht. Daimler hat geliefert. Mhm. McDonald's, sogar Twitter hat positiv überrascht. Das soll schon einiges heißen. Das könnte jetzt kurzfristig natürlich, wenn das gut läuft, auch noch mal ein bisschen Feuer geben für die Märkte. Aber dann, also wenn es so auf die 13.000 zugeht, dann werde ich vielleicht auch mal nach dem Put schauen. Erst bei 13? Ja, wenn es so auf die, wenn es dann so auf 12, 8 geht, dann, ja, okay. Werde ich ein bisschen, kann ich auch nicht mehr schlafen. Wäre ja auch nervös. Okay. Ja gut, und das will ja keiner, dass du hier mit Augenringen dann vor der Kamera sitzt. Also Leute, gebt Gas. Wir wollen die 12, 18, die 13 auch. Und ja, dann schließen wir jetzt dieses Video, oder? Dann gibt's das nächste Special Ducks. Genau. Für euch. Okay, so. Ja. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns. Und dann einen schönen Feierabend. Wir sehen uns. Ciao.